Hallo Leute und herzlich willkommen zu was komplett anderem, nämlich mal zu einem Browser-Game. Es ist Forge of Empires, vielleicht kennt das der ein oder andere. Die das noch nicht kennen, den schicke ich gerne, beziehungsweise ihr findet dann im Beschreibungsteil des Videos einen Link, mit dem ihr euch praktisch registrieren könnt und da seid ihr automatisch in meiner Freundesliste. Ja, ich heiße hier TheLebkuchen24, sehr schwer zu erraten, mein Städtchen Lebkuchenhausen. Ich bin auf der Welt Korch. So, dann wisst ihr schon mal einiges, wenn ihr mich zu den Freunden hinzufügen wollt. Ich bin auch gleichzeitig schon in einer Gilde drin, die nennt sich Korch Räuber. Momentan ist die Gilde, ja, also sie ist sehr aktiv, was man im Gildenchat so ein bisschen mitbekommt. Hier haben wir auch irgendwie solche komischen Nachrichten immer wieder. Und ja, ansonsten sind wir gerade kampftechnisch nicht stark dabei. Wir halten uns noch so ein bisschen im Hintergrund. Denn was hat das mit den Kämpfen auf sich? Man kann in der Gilde, wenn ich das richtig verstanden habe, Provinzen, Regionen einnehmen. Und die haben dann halt einen Vorteil, dass man irgendwelche Zusatzprodukte einnehmen kann in Stundenintervallen oder so. Schau ich mal, gerade Eisenzeit, gehen wir mal hier rein. Ja, wird warten, wird geladen. Huch, das Bild ist doch gar nicht geladen im Hintergrund. Na egal. Also man kann dann hier so Sachen einnehmen, man kriegt dann irgendwie so Machtpunkte. Und diese Machtpunkte haben dann auch wieder irgendwelche Besonderheiten. Was diese Balken hier sollen, das weiß ich noch gar nicht. Hat das irgendeinen großartigen Sinn? Und auch hier mit diesen Anlagen. Ich sag mal, aggressiver NSC. Ach. Ach, gehört das noch keinem? Hä? Das verstehe ich nicht. Also vielleicht wisst ihr das. Was hat es mit diesen Häusern, Türmen und diesen richtigen Festungsanlagen auf sich? Dass hier ein Fight ist, das finde ich ja verständlich. Man sieht das auch so ein bisschen auf dem Bildchen. Dass hier verteidigt wird, okay. Ach mein Gott, ist das ja groß hier. Richtig geil. Also vielleicht wisst ihr das und könnt mir helfen. Was hat es mit diesen Häusern auf sich, mit den Türmen und diesen Forts. Global. Ja, wartet, jetzt versuche ich gerade Nachrichten. So. Wenn man Mitgliederkasse Stufe. Genau. Mit diesen Machtpunkten kann man praktisch eine Stufe aufsteigen und dann könnte man hier das fügt den Prestige der Gilde 25 hinzu. Bonus. Achso, Bonus auf Stufe 1. Ah, okay. Das heißt, wir haben dann Rekrutierungsboost und Verteidigungs- und sowas alles. Okay. Dann müsste man praktisch 60 Machtpunkte bekommen. Aber ich weiß nicht, wenn die doch alle niemandem gehören. Okay, da steht gerade nichts zu. Aber hier steht aggressiver NSC. Ist das ein neutrales Gebiet? Kann ich da dann rein? Ach, warte, ich sehe gerade. Hat das hier was mit den Machtpunkten zu tun, die man bekommen kann? Ne, hat es nicht. Keine Ahnung. Ja, okay, wir gehen dann wieder zurück zu unserer Stadt. Beziehungsweise hier ist so eine Übersicht, also es gibt für jede Zeitalter dementsprechend Gebiete, die man einnehmen kann. Zurück zur Stadt, bitte. Dankeschön. Ja, dann gibt es auch einen Markt, mit dem man untereinander handeln kann. Der Nachbarschaftshandel basiert auf diesen Punkten. Dazu komme ich auch gleich. Das heißt, immer wenn man einen Handel eingeht mit den Nachbarn, zahlt man einen von diesen Punkten. Dann gibt es auch einen Gildenhandel. Der hat den Vorteil, dass man keinen von diesen Punkten zahlen muss. So, in der Forschung braucht man diese Punkte. Merkt euch diese Punkte da. Die nennt man Forge-Punkte, wenn ich das richtig noch drauf habe. Und mit denen kann man praktisch so ein bisschen den Technologiebaum erforschen. Ne, man sieht dann hier, wie viele Punkte man investieren muss.
Zum Beispiel hier müsste ich jetzt 22 Punkte investieren. Drei hätte ich. Könnte ich das machen? Und so arbeitet man sich Stück für Stück voran. Wenn man praktisch das freigestellt hat, steht dann so ein Bezahlbutton. Und dann muss man praktisch eine kleine Bezahlung hinlegen dafür, um das freizuschalten. Dann gibt es aber auch Bezahlungen, die auf Güter basieren. Zum Beispiel hier mit Eisen. Bin ich jetzt gerade dabei, habe ich eine Produktionsstätte im Aufbau. Wein habe ich bisher noch gar nicht angebaut. Das konnte ich zum Glück immer erhandeln bisher. Oder durch Quests bekommen. Marmor habe ich in Produktion. Ja, Stoffe habe ich irgendwann mal durch eine Quest bekommen. Sehr angenehm. Ja, Diamanten kriegt man unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn man jetzt einmal diese Sommerquest komplett abschließt, bekommt man die angeblich. Ja. Mal schauen, wie sich das dann noch etabliert. Oder entwickelt. Ja, gibt es halt immer neuere Produktionsgüter, die man wieder irgendwann später braucht, um weiterzukommen in diesem Technologiebaum. Aber gut, mittlerweile sind noch gar nicht so viele in der Gilde so weit vorne. Ja gut, 10.000 Punkte. Die sind dann aber auch erst im frühen Mittelalter. Dem FMA. Da hat man so einen kleinen Bursch. Sieht ganz lustig aus, finde ich. Das sieht ganz, ganz putzig aus. Ach du Scheiße. Der Spieler geht ja richtig auf hier, Frau blablabla, auf Militär, wenn man es anguckt. Kaserne, na gut, Gerberei, Steinschleuderer. Was ist das denn? Marktplatz. Da kommt die Legionärkaserne hinzu. Ballisten. Legionär. Freischleuderer, Kriegskaserne. Also hier ist so ein kleiner Kasernenkomplex aufgezogen. Naja, bitte, bitte, warum nicht? Ja, dann gibt es natürlich auch so globale Ranglisten. Das ist das Baumenü. Wenn man was baut, dann sieht man die Kosten. Die Bevölkerung ist immer sehr wichtig. Denn die sind in den Kosten enthalten. Also man zahlt auch irgendwie Bevölkerung. Ich stelle mir das eher so vor, dass man sagt, okay, man braucht so und so viele Bewohner, die arbeiten da in dieser Produktionsstätte. Ja, das sind dann praktisch so Kultur, Gebäude, gibt es Dekorationen, die Zufriedenheit hier erhöhen. Je zufriedener die sind, desto mehr produziert man. Aktuell bin ich ganz froh, nicht mehr von diesen Teilen bauen zu müssen. Weil in der Gilde wird immer wieder stark promotet. So ist die Taverne praktisch doppelt so effektiv. Ne, hier 280 und das Doppelte 560. Und gut, dann bin ich zwar auf 100%, stört mich persönlich aber nicht. Ja, dann gibt es hier unterschiedliche Kasernen und alles. Dann gibt es auch Wege. Ach ja, ich habe einen Schotterweg freigeschaltet. Die bringen dann. Also man fängt an mit diesen Wegen, die vergeuden einfach Platz und sind total sinnlos. Dann bekommt man irgendwann ein Fahrrad in der Technologie und die sind schon besser, weil man dann die immerhin als Dekoration ansehen kann. Und jetzt habe ich vielleicht einen Schotterweg, den ich gar nicht so schlecht finde. Können wir doch einfach mal spaßeshalber. Hallo, Schotterweg. So. Gut, habe ich jetzt ein bisschen bezahlt. Zack. Und schon sind die Werte ein bisschen anders. Vorhin waren es noch 200, jetzt sind es noch 100 noch was. Also lohnt sich auf jeden Fall, die Straßen auch auszubauen irgendwann. Vor allem, weil jedes Gebiet, was man dazu tun möchte, entweder Medaillen kostet. Da, die kriegt man durch die Lotterie hier bei diesem Sommercasino. Dann muss man hier so eine Quest abschließen und bekommt man ein Ticket. Und mit diesem Ticket kann man dann praktisch einmal am Rad drehen. Oh, ich sehe gerade, es sind aber wieder ganz nette Sachen dabei. Wir drehen einfach mal. Ich habe schon versucht, mit Strategie und sowas da dran zu gehen, um gezielt was zu bekommen. Aber es geht nicht. Ja, gut, jetzt habe ich es einfach ausdrehen lassen. Das geht natürlich auch. Oh, nein. Nein. Okay, ich habe einen Bogenschützen. Ah, geh weg. Komisches Logo. Alles klar. Hä? Wir hatten das erneuert. Seid ihr behindert? Wieso erneuert ihr das? Sollte doch keiner das erneuern.
Wieso? Wieso? Das war vorhin war doch super geil. Na, wenn praktisch alle in der Nachbarschaft so mitziehen, diesen Rad, dann, und für jedes Ticket, was eingesetzt wird, kommen hier, so, ja, keine Ahnung, Nachbarschaftsziel. Alle drin in deiner Nachbarschaft werden gezählt jedes Mal. Gemeinsames Ziel erreicht ist, gewinnen alle in der Nachbarschaft wertvolle Medaillen. Und da steht das, 20. Wir bekommen also 20 Medaillen alle. Medaillen kriegt man auch durch legendäre Bauwerke, die man mitfinanziert. Also, es gibt da einige Wege, da anzukommen. Ja, man kann auch hier Nachbarn so ein bisschen unterstützen. Zack, man kann auch hier polieren, halt so Dekorationsgebäude effektiver machen. Ja, das sind auch praktisch meine Produktionsstätten. Einmal Marmor, Farbe, ja. Es gibt auch sowas Komisches wie ein Agentenversteck. Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt, wie das funktioniert. Ach, ich sehe gerade, das ist ja lustig. Wenn ich den Slot nehme, kostet das 150. Aber wenn ich den Slot nehme, kostet das nur 100 Diamanten. Welchen Slot nehme ich dann also? Das ist ja verrückt. Ja, genau. Militär kann man hier einsehen. Auf diesem Militärbutton im Grunde. Und, oh, ich sehe gerade. Ich habe ja einen verloren in der Verteidigung. Kann man das so ein bisschen hier hin und her schieben? Würde ich den noch dazu nehmen? Okay. Kannst du dich so seinen Verteidigertrupp praktisch zusammenstellen? Ja, der Rest ist im Grunde Überbleibsel. Ich überlege gerade, könnte man nicht auch einen Agenten reinstellen in die Verteidigerarmee? Naja. Aber ich finde, die Bogenschützen sehen cool aus. Es ist so römermäßig. Ich glaube, es ist auch Sinn und Zweck, dass das ein bisschen an die Römer angelehnt ist hier. Ja, Forschung, genau, Forge-Punkte, die kann man auch kaufen, aber zur Not bekommt man die auch alle Stunde. Hier, für Diamant kann man die auch kaufen, für Geld. Habe ich ein paar Mal gemacht, deswegen kostet es schon nicht mehr 100 bei mir, einen Punkt zu kaufen. Ja, im Grunde war es das jetzt. Dann würde ich sagen, wenn ihr in meine Nachbarschaft wollt, schickt mir Freundschaftseinladungen, ihr werdet alle angenommen. Wenn ihr das Spiel noch nicht spielt, aber ihr findet das cool, dann klickt einfach auf den Link in der Beschreibung. Ja, guckt ruhig in die Beschreibung rein, nicht wieder in die Kommentare oder sowas fragen, obwohl das habt ihr noch nie gemacht. Weil ich euch immer schon darauf hingewiesen habe. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye.